Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ich bin zurück. Und wir werden direkt einmal loslegen, weiter bauen, bauen, bauen. Wir haben sehr viele Aufträge in den letzten Folgen noch rausgehauen. Unter anderem werden wir jetzt dann noch den Zementmischer uns verfolgen und bauen. Dafür brauchen wir noch Federn und einen Motor. Easy going. Den Rest haben wir alles. Und bauen direkt den Zementmischer noch hinterher. AK, Stufe 6er AK. Ja, da wäre ich jetzt auch nicht ehrlich gesagt so abgeneigt. Die Frage ist, haben wir noch einen Skillpunkt? Ja, wir haben tatsächlich noch einen Skillpunkt, den wir vergeben können. Jetzt gucken wir mal ganz kurz rein. Mittlerweile können wir Stahlwerkzeug? Wir können aber noch kein Stahl. Aber wir können Stahlwerkzeug. Okay. Taktisches Sturmgewehr. Wir können taktisches... What? Okay. Okay. 40 Stahl. Ja, wir brauchen Stahl. Wir haben nur das Problem. Stahl. Wir brauchen den Schmelztiegel. Schmiede mit Schmelztiegel. Schmelztiegel erforderlich. 15.000. Okay, wir brauchen die 15.000. 4.000. Okay, wir brauchen 15.000. Wir müssen massiv aussortieren dafür. 40 Stahl ist nicht stemmbar. Aber krass. Verändern. Laser raus, das Ding rein. Das ist millionenmal besser. Verändern. Naja, passen nur zwei Mods rein. Wir können das taktische Sturmgewehr. Okay. Wir müssen, glaube ich, mal durchgucken. Stahlwerkzeug, ja, bringt uns nichts. Wir können keinen Stahl. Nagelpistole Stufe 2 könnten wir. Bringt uns nichts. Stahl. Schraubenschlüssel Stufe 4. Das ist egal. Das hier bringt uns nichts. Klingen bringt uns auch nichts. Baseballschläge, Vorschläge sind auch egal. Bögen auch. Speer, Stahl, Speer. Der wäre halt geil. Aber, lass mich raten. Stahl, Speer. Können wir nicht, weil... Wie viel Stahl? 10. Machbar. Im Moment nicht, weil wir keinen 10 Stahl mehr haben, aber machbar. Spitzhacke kostet uns auch nur 10. Sturmgewehr ist schweinetoll mit dem massenweise Stahl. Der Rest geht eigentlich. Gewehr, Maschinengewehr. Kochtopf, Landmine, irrelevant, brauchen wir nicht. Robotik. Ja, der wäre geil, der Robotik haben wir tatsächlich. Rüstung, Stufe 4. Medizin, irrelevant. Nahrung, irrelevant. Samen, irrelevant. Generator können wir. Zaun, brauchen wir noch. Klingenfallen, ja. Ach, das ist Schalter, das eine. Hier habe ich verguckt. Zementmischer. Das nächste wäre Chemiestation. Dann der Schmelztiegel. Das heißt, wir brauchen definitiv vorher den Schmelztiegel. Motorrad fehlt uns 45. Okay, Motorrad fehlt noch eine Weile. Motorrad fehlt noch ein bisschen was. Das taktische Sturmgewehr ist schade. Das hätte ich jetzt echt gerne gebaut. Gut. Nächstes. Ölschiefer. Nope. Können wir nichts mit anfangen. So, wie sieht es mit Rüstung aus? Und zwar... Taktisches Sturmgewehr, verfolgen weg. Biker. Wir setzen nach wie vor aufs Biker-Set. Wir bräuchten die Schuhe Stufe 4. Verfolgen. 20 Leder. Wow. Haben wir nur eins von den Dingern? What? Ich habe gedacht, wir haben mehr. Rezept. Okay, die Platten, Klebeband, zweimal Scheiße, wieso mir mangelt es an Faden? Nee, hier. 7. Wie viel brauchen wir für Spiker-Set? 3. 3, fertigen. Dann bauen wir uns die Biker-Schuhe. 2, 3, 4. Das sind die, die uns fehlen. Das kann hier mit rein. Die 14 Beete. Boah, wo ich gar nicht weiß, wo wir die hinbauen sollen. Ich glaube, wir werden nicht alle 14 bauen. Oh, oh. Ja, wir überlasten gerade... Ja, wir überlasten gerade unser... Hehehe. Das sollten wir... Oha. Das lassen wir lieber. Wir werden gerade zu schwer. Wir werden gerade zu schwer.
Okay, wir lassen das. Die Beta haben wir gebaut, die sind geil, dass wir sie haben. Für die Endbasis auf jeden Fall schon mal genial. Überlastet gerade unsere Dachkonstruktion. Das bringt uns nichts, wenn wir hier einbrechen. So, Nahrung ist kein Thema. Wir haben den Penner-Eintopf. Wasser auch kein Thema. So, das Zeug kann hier rein. Leder und so weiter kommen dann hier hinten rein. So, wir haben den Generator. Wir haben die Laser-Mod. Handfeuerwaffen können wir nach wie vor, glaube ich, nicht, oder? Wie sieht es mit Handfeuerwaffen aus? Können wir Stufe 1. Hand. Manche sagen dazu auch Pistole. Ich gehöre anscheinend nicht dazu. Okay, bringt uns nichts. Der Zementmischer läuft gerade. Zement können wir herstellen. Ja, ist schön und gut, aber ist jetzt auch hier Stahl. Okay, wir brauchen definitiv Stahl. Können wir hier irgendwas verkaufen, was irgendeine Art Wert hat? 148. Pilze. Boah, wir haben 23. Na, ordentlich. Gemüseeintopf können wir auf jeden Fall noch herstellen. Ich würde sagen, das machen wir mal noch. Gemüseeintopf. Wildeintopf. Tierfett wieder. Ja, das ist tatsächlich. Also hier Gemüseeintopf brauchst du kein Dings, Tierfett. Das ist der schöne Vorteil von dem Teil. Okay, wir haben davon 42, davon haben wir 100, von den Pilzen haben wir 23 und Wasser haben wir 8. Das heißt, wir können nochmal 8 davon herstellen. Dann können wir die Stühle, alter Holzstuhl, direkt hier reinbuddern. Das hier rein. Das hier rein. Munition ist das Zeug hier. Das. Du kannst hier tatsächlich mit rein. Du kommst woanders hin. Du kannst da rein. Du da. So, du kommst hier rein. Ich bin mal gespannt, wann die erste Schreierin auftaucht. Bei Munitionsherstellung kommst du mit rein. Du gehörst zu den... Nee, du gehörst tatsächlich bei Munition mit rein. Nee, eigentlich hier. Wir packen nicht mal hier mit rein. Ich bin unentschlossen, ihr merkt schon. So, Zementmischer ist gerade unter der Pipeline. Doppeltaschenmod, können wir nur die einfache Taschenmod. Modifikationsmäßig sind wir eigentlich durch. Was wir allerdings noch machen können, ist einmal das hier und das hier. Zusätzlich haben wir hier Bögen, Nahkampfausdauerverbrauch. Und hier die Waffenhandhabung. Können wir mal gucken. Gürtel, aber ich glaube, kleidungsmäßig sind wir, glaube ich, durch. Totengräbermod bringt uns nichts. Taschenmod. Gesundheitsmod. Verändern. Abnutzungsverringerung. Das und Beschwerder schafft. Das hier wäre zwar cool, bringt uns aber nicht so viel. Veränderung. Mehr Schaden gegen Eisen bringt uns nichts. Mehr Schaden gegen Stein bringt uns auch nichts. Würde ich hier die strukturelle Griffmod reinmachen. Wir können nur eine Griffmod reinmachen. Das hier können wir auf jeden Fall verändern. Das Ding haben wir drin. Mehr Schaden gegen Eisen. Würde ich das Ding eher reinmachen. Dann haben wir die Schaufel. Hier können wir auf jeden Fall noch einen Griff dazu basteln. Abnutzungsverringerung. Warum nicht? Kommst hier mit dazu. Okay, das Ding schafft noch vor sich hin. Hier haben wir zwei Mods drin. Hier haben wir zwei Mods drin. Da haben wir zwei Mods drin. Da haben wir eine drin. Ja. Oh, das geht? Okay, da müssen wir gleich mal gucken, wenn wir selber unser Zeug haben. Wir haben das Feuer. Moin, da unten steht er. Der Mo. Wir haben so viel Zeug, was wir herstellen können. Eierzaun. Aber da war es, glaube ich, Elektro war das Problem. Elektrischer Zaun verfolgen. Eisen, kein Thema. Haben wir jetzt genug? Oder viel? 200 würden die Dinger bringen. 200 die hier. 1000. Wir müssen mehr Autos zerlegen. Autos zerlegen bringt uns massiv Kohle. Davon haben wir nur 11. Das sieht tatsächlich nur mit am schlechtesten aus. 3. Okay, wir bräuchten definitiv 4 am Ende.
Wenn ich jetzt noch den Mischer anschmeiße, haben wir definitiv hier gleich einen Zombie stehen. Eine Schreierin. Betonmischung. Bruchsand, kleiner Stein und Zement. Wir müssen farmen gehen. Betonmischung 300. Na, hauen sie durch. So, Modifikationen. Verändern. Taschenmod raus. Auch wenn es Stufe 5er sind, ich habe dadurch den Z-Bonus. Verändern. Biker-Set komplett. Die beiden Modifikationen hier rein. Beziehungsweise abschließen. Dreier-Taschenmod. Dreier-Taschenmod. Rüstungsmod. Trinken. Aber wir können trübes Wasser trinken. Brauchen wir nicht. Ist nett. Brauchen wir nicht. Abschließen. Verändern. Interessanterweise ladeschnell. Kriegen wir nirgends rein. Interessant. Passt nur in die Jacke, oder was? Würde nur in die Jacke gehen. Puh. Okay, schade. Moin. Okay, wie schlecht kann man zielen? Wir müssen den Aufgang hier endlich umbauen. Sind das nicht zwei Schreier? Ja, es sind zwei Schreier. Geil. Okay. Ja, natürlich. Gut gemacht. Richtig gut gemacht. Wieso stehen da zwei Schreier rum? Vor allem die eine, die haben beide gelbe Augen. Will ich's wissen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. So, Modifikationen. Die Athletenschuhe für 198 können wir verkaufen. Die Rohre können wir verkaufen. Das Zeug kann hier rein. Das kann da rein. Der Generator plus der Motor plus das Benzin kommt weg. Wieso stehen hier? Hier stehen überall welche. Und die drei Zäune. Okay, das Ding ist soweit durch. Hier haben wir ein bisschen was eingeschmolzen. Okay, wir gehen zur Hordenfalle. Wir gehen einmal zur Hordenfalle, werden da schnell ein bisschen was rumbasteln. Wir haben jetzt 2.28 Uhr. Ich habe jetzt nicht vor, die ganze Nacht rumzubringen. Also den Rest der Nacht werde ich euch vielleicht skippen. Wir könnten zwar auch nochmal Material, oder wir müssten tatsächlich Material farmen. Okay, wir wurden nicht verfolgt. Aber wir gucken mal. Den Generator, den können wir schon mal aufstellen. Generator kann hier hin. Motor kann hier rein. Nachtanken. 750 Benzin, das sollte mehr als ausreichend sein für eine Nacht. Dann müssten wir den Stromzaun bauen. Das heißt, ich müsste außen rum basteln. Den Stromzaun. Damit die aufgehalten werden. Das heißt, mit einem Abstand und das ganze Ding hier zubasteln. Müssen wir mal gucken. Wir werden wahrscheinlich nicht alles vollkriegen damit. Aber hier, hier, hier. Und da dann den ersten Stromzaun praktisch noch drauf platzieren. Ah, ich habe Zweier-Tool nicht dabei. Dann kommst du hier hin, du dahin. Ja, und wir müssen das Ding doppelt breit bauen. Na, jetzt kommen wir schon in den Bereich, wo es... Naja, nicht unnötig... Ja, doch, es wird unnötig. Sagen wir mal ehrlich, es wird eigentlich unnötig für die Horde, aber... Ich meine, ihr wollt was sehen, ich will was sehen. Es wird ein bisschen entspannter dadurch auf jeden Fall, aber wenn wir jetzt hier dann Stromzäune haben, umso nicer. So, einmal hier praktisch, einmal hier. Ich lasse sie offen,
Die sollten normalerweise das Ganze überleben. Das heißt, wir brauchen nochmal drei. Auf der anderen Seite, dann können wir die schon mal verbinden, die drei Stück. So, wir müssen das Ding aber, wie gesagt, doppelreich bauen. Definitiv. Hier wollte ich noch eine Klappe wollte ich noch bauen. Genau, Generator wird dann dementsprechend hier angeschlossen. Das Ding kann schon mal hier hingebaut werden. Das haben wir eh zugebaut. Das hier bauen wir zu. Oben brauchen wir noch ein Gitter für die Geier übrigens. Und hier kommen sie dann hoch, laufen hier in meinen Stromzaun rein und wir hauen sie platt. Bingo Bongo, würde ich sagen. Gut. Metall braucht man tatsächlich im Moment nicht mehr. Da steht eine Handtasche. Wir brauchen Autos. Dadurch kriegen wir eigentlich alles, was wir wollen. Wir brauchen auf jeden Fall halt den Stahl. Ja, natürlich. War ja klar. Drei Dietriche immerhin. Dass der nochmal einen Schlenker machen muss. Ah, guck mal, hier ist einer bei unserer Falle. Wobei, die sollte funktionieren. Also es müsste alles schief laufen, dass die nicht funktioniert. Eine Klappe müssen wir noch bauen. Die können wir schon mal einen Auftrag geben. Aus Eisen. Eisenklappe verfolgen. Kostet nur 10 Eisen. Easy Nummer. Das Auto haben wir mitgenommen. Wir müssen Autos mitnehmen. Der Rest ist tatsächlich Wurst. Ja, gehen wir zurück. Wir haben jetzt Tag 12, wir haben noch 2 Tage Zeit, die Hornfalle ist an und für sich fertig. Wir brauchen mechanische Teile, also ja, im Grunde, wenn wir Autos zerlegen, haben wir alles, was wir brauchen. Autos zerlegen und wir sind fertig. Achso, wir haben tatsächlich auch ein bisschen Zement. Betonmischung abgeschlossen. Ah ja, guck mal, hier haben wir übrigens auch schon wieder Aufgaben abgeschlossen. Massive, viele. Töte Zombies 500 abgeschlossen. Nett. Das hier können wir schon mal übertragen. Das kann hier rein. Die haben wir schon wieder 130. Die können wir direkt aufteilen. Das kann hier hin, das kann dahin. So, dann brauchen wir für die Klappe fertigen. Dann würde ich hier nochmal anschmeißen. 100, nice. Machen wir 120. Das sollte eine Weile reichen. Den Rest brauchen wir dann tatsächlich für Stahl, weil das ist das gleiche, nur dass wir den Schmelztiegel brauchen. Das heißt, wir müssen jetzt, wir fangen jetzt mal an zu sparen. Ich weiß, ich und sparen, das sind zwei Sachen, die nicht wirklich in Einklang stehen miteinander, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Die Dinger sind leider absolut nichts wert. Der Rest hier leider auch alles nichts wert. Die Modifikationen, die hier können wir noch verkaufen. Theoretisch brauchen wir das Ding nicht, aber es bringt 80. Das lohnt sich halt einfach nicht. Munition brauchen wir definitiv alles. Da führt kein Weg dran vorbei. Bräuchten ein bisschen... Wir bräuchten mehr Material insgesamt. Messing und so weiter braucht man dann auch leider Gottes. Okay. Gut. Ich würde sagen, ich skippe euch das Ganze. Wir sehen uns gleich wieder. So, ein paar Sekunden haben wir geskippt. 4 Uhr. Hat er sich ordentlich schlieche? Unser Bowling-Heinzel. Wir haben nach 4 Uhr. Der hatte ein bisschen... die Toilette war zu weit weg. Anscheinend. Man weiß es nicht. Folgendes. Wir werden einmal jetzt mehr Autos knacken müssen, zwangsweise. Wir werden hier einmal kurz hier reingucken, weil das sieht ganz interessant aus, tatsächlich so ein... Oh, Mist. Achso, warte mal, Minen gibt es, glaube ich, keine. Obwohl, es gibt noch Minen, aber ich glaube tatsächlich, sie kommen jetzt nicht mehr so krass vor wie vorher. Na, hier werden wir wahrscheinlich einen militärischen haben. Mal gucken, was für welche. Können gleich mal... Ui. Okay, wir haben sehr viele militärische. Okay, 3 Hits ist aber okay. Könnt ihr aufhören, das Auto kaputt zu machen? Das wollte ich eigentlich abbauen, Freunde.
so oft da dagegen zu hauen? Was hat er das arme Auto getan? Diese versteckten Aggressionen. Das arme Töff-Töff. Was macht man mit dem Schraubenschlüssel? Da kommt wenigstens noch was Sinnvolles bei rum, Freunde. Okay, es waren ein paar mehr, wie gedacht. Macht aber nichts. Solange hier keine Minen liegen. So, die Stühle hier können wir mitnehmen. Das Holz können wir auf jeden Fall mitnehmen. Wir haben gelernt, das bringt tatsächlich ordentlich was. Mal abgesehen davon, dass wir ein... Hä? Der Stacheldraht ist... Ich habe ihn gesehen. Der ist am Arsch der Welt. Das bringt nur Sand, oder? Ich... Hä? What the... Okay, das bringt gar nichts. Was zur Hölle? Was ist das für Stacheldraht? Bier natürlich. Was auch sonst? Nur eine Frage. Bringt nur noch Eisen, oder? Wäre eigentlich cool, wenn das Munition bringen würde. Armeekiste. Oh, okay. 100 Schuss. Klebeband. Nice. Und eine Armeekiste immerhin. Na, immerhin. Gut. Und das Auto. Was allerdings... Ja, Motoren. Wir bräuchten tatsächlich nur ein, zwei Motoren. Es ist jetzt nicht so wichtig. Die Stromzäune könnten wir mit zwei, glaube ich, betreiben. Zwei kriegen wir hin. Wir werden jetzt mehr Autos abbauen wie sonst irgendwas anderes. Das sollte passen. Ja, wir schaffen nur eine Quest in der Folge. Wobei. Freunde, wir machen eine Farmfolge. Also den Rest farmen wir der Folge. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr noch 10 Minuten in der Folge, grob. Bisschen mehr wahrscheinlich. Eher mehr. Wir werden in der Folge jetzt noch ein bisschen farmen. Cool, Stufe 2er Schraubenschlüssel. Ja, das ist verdammt laut, wenn wir da dagegen hacken. Oh ja, guck mal, das ist viel besser. Auch wenn ich den ersten Schuss daneben gesammelt habe. Ja. So viel dazu. Es ist trotzdem viel besser. Sagt, was ihr wollt. Ah ne, aber dann werden wir jetzt Autos mitnehmen. Mal abgesehen davon, dass wir massenweise Benzin dadurch kriegen. Lohnt sich das Ganze, glaube ich, dann trotzdem. Das Metall, was wir kriegen, können wir dann später zu Stahl verarbeiten. Wir haben auf jeden Fall... Wir gewinnen so oder so. Einen Motor haben wir tatsächlich auch schon. Nett. Und zusätzlich, wenn wir die Autos plündern, kann da auch immer was bei rumkommen. Was uns was bringt. Und die Quest nehmen wir gleich trotzdem noch an. Ja, das Problem ist, elektrische Teile kriegen wir auch nur, glaube ich, aus den Autos raus am Anfang. Die sind alle kaputt. Wir brauchen normale, vernünftige, komplette Autos. Wir gucken mal nach einer Quest. Wir haben jetzt Tag 12. Erst Tag 12. Wir haben noch 2 Tage Zeit, bis die Horde kommt. Machst du mir deine Tür zu? Zombie-Schlechter. Großartige Arbeit, Überlebender. Durch das Auslöschen dieser Bedrohung hast du die Welt um ein kleines bisschen sicherer gemacht. Nimm diese Belohnung als Zeichen unseres Dankes. 309 mm, 150, 1000 Robotikgeschützmunition, 150 Schrotflinte und 309 mm. Wir nehmen die 150, glaube ich. Da brauchen wir am meisten von. Und 10.000 als Belohnung. Cool, aber nach wie vor keine Händler. Seitige Zombies abholen, säubere Gebiet. Wir haben keine, vor allem haben wir kein Dings mehr. Taylor Männer. Checkpoint 2. Oh. Aber 900. Alter, ist das weit weg. Boah. Das ist verdammt weit weg. Einmal gone for. Gefallenen 1,2. Boah. Okay, das ist verdammt weit weg alles. Holla die Waldfee. Wir nehmen das. Machen wir uns zumindest schon mal auf den Weg. Vollständiges Biker-Set. Ja, das Zeug wird eh stacken. Das ist schön, wenn wir später das Auto haben. Dann können wir alles, können wir wirklich alles stacken. Wachst da einmal alles rein und stackst praktisch dauernd nur noch hoch. Hier haben wir jetzt wenig Autos. Der Vorteil ist, da wo wir jetzt gerade hinfahren, auf die linke Seite, wissen wir, da stehen noch ein paar, die wir noch mal mitnehmen können.
Und ich habe eben die Hoffnung, dass wir ein bisschen Öl und so weiter, dass wir das noch verkaufen können. Wir brauchen mehr Tukes. 15.000 ist eine Menge tatsächlich. Also das werden wir heute nicht schaffen, aber in den nächsten paar Tagen auf jeden Fall erreichen. Aber wird eine Weile dauern, bis wir das haben. 15.000 ist echt viel. Vielleicht noch ein, zwei befallene Quests, wenn wir Glück haben, kriegen wir noch ein paar. Jedes Mal, wenn wir ein- und auslocken, kriegen wir ja neue Quests. Das ist die letzte Folge, die ich heute aufnehmen kann. Danach muss ich mich zwangsweise auslocken. Ich schaffe ja gar nicht so viele Folgen am Tag aufzunehmen. So, das Ding hier nehmen wir aber komplett einmal mit. Repair Kits. Anderthalb Schädel nur, ist ja günstig. Vielleicht Motor. Wobei, Motoren müssen wir jetzt mittlerweile alle behalten, weil wir die eben brauchen für die Generatoren. Das Ding kann schon mal weg. Das kann schon mal weg. Weiß ich gar nicht, die können wir eigentlich zerlegen. Und natürlich Autobatterien, wenn wir bekommen, ist auch nicht verkehrt. Auch okay. Naja, wir nehmen die... Ja, 26, das schaffen wir nicht mehr, sonst wird die Folge ewig lang. Das heißt, wir werden jetzt hier noch zerlegen. Ja, ja, ich hab's gehört. Doppelläufige Schrotflinte? Stimmt, wir können mittlerweile doppelläufige, die sollten wir herstellen. Die sollten wir tatsächlich herstellen, die doppelläufige. Für die Horde, weil wir haben sehr viel Schrotmunition und für die Horde ist sowas tatsächlich ganz geil. Später dann auch für die Mission, aber erst später. Ich hatte hier oben Sporttasche gesehen. Ja, genau. Ja, guck mal eine an. So, wir nehmen jetzt noch die Autos mit, die wir das letzte Mal hier nicht mitgenommen haben. Haben wir was Sinnvolles getan. Was sehr Sinnvolles. Können wir... Oh, wir können durchfahren. Hätte ich das jetzt nicht mitgerechnet. So, geplündert haben wir das Ganze. Oh, wir haben die geweckt. Aber lustigerweise nur einen von den kleinen Kriechern. Das kann weg. Autobatterie haben wir. Motor haben wir. Geil. 700 Metall. Was wir auch noch zusätzlich brauchen, wäre Sand und Stein tatsächlich, wenn wir dann Zement herstellen. Vor allem. Cool, der geht am Stacheldraht hops. Haben wir zu wenig Nahrung? Eigentlich nicht. Können das Ding hier schon mal benutzen. Bier. Ausdauer wiederherstellung 40% benutzen. Bisschen trübe Sicht vielleicht, ja. Aber dafür... Wow, okay. Ja, zwar nur eine Minute, aber die Ausdauer wiederherstellung ist echt nett. Er hat es geschafft tatsächlich. Die Kriecher... Hallo? Die Kriecher haben echt richtig gut live. So, nächster. Nächster. Weiß gar nicht, wenn wir das Polizeiauto jetzt zerschrotten. Was dann passiert? Erst durchsuchen, dann zerlegen. Ja, 14 Öl. 20 elektrische Teile brauchen wir für die Zäune. Solange wir eben die vollen Autos haben. Damit können wir schon mal wieder 3 Zäune mehr bauen. So, Bier hat leider schon die Wirkung verloren. Nächstes zerlegt. Haben wir noch ein, zwei. Und die Motoren. Tausend Metall halt auch. Das hier sind 340. Das hier sind 390. Also mit dem ein Tausender an Tukes mit 4 Autos, die wir zerlegt haben, grob. Da kommt was rum.
Und wir sind noch nicht mal so geil, was Altstoffsammler angeht. Also man könnte da noch viel mehr rein investieren. Dann wäre es noch besser. Da ist noch ein fertiges Auto. Da hinten ist noch ein fertiges Auto. Einfach nur der Straße entlang. Klauen haben wir Stufe 3, aber gut, wir haben mittlerweile die Nagelpistole. 1000 Benzin haben wir gemacht. Können wir direkt mal nachtanken. 287 Benzin haben wir verbraucht. Moin, Dude. Hallo, Dude. Ja, der Vorteil ist, wir brauchen mittlerweile sehr wenig Ausdauer. Und wir haben noch nicht mal den Stahlspeer. Ich habe gerade einen Hasen gesehen. Was wir nach wie vor brauchen, ist übrigens auch eine Schlange. Tatsächlich Leder. Das heißt, du kommst mir tatsächlich relativ willkommen. Okay, 2. Dann machen wir mit allem anderen mehr. Wie damit. Damit zum Beispiel. Ja, komm her. What? Das, hä? Du meinst, brauchen die einen Schlag? 5. Na, immerhin. Na, immerhin. Sturmgewehre, geil. Ein fetter Kombi, da unten haben wir noch einen fetten Kombi. Die beiden Wagen nehmen wir mit. Dann haben wir ordentlich Kohle gemacht. Motor und Batterie gerade bekommen. Vierer Batterie und Motor, geil. Hallo? So, das, 5000. Die Lichter können wir auch komplett verscheuern, die wir rausgeholt haben. Autos zerlegt, sagt du, hast einen Schraubenschlüssel, hast du eigentlich keine Geldprobleme mehr. Wobei, Geldprobleme haben wir nicht, aber wir brauchen halt die 15.000. Repair Kits 2 rausgekriegt, auch schön. Der Dude da wankt auf mich zu, aber das ist egal. Wieder ein Motor. Jetzt läuft es gerade, was Motoren angeht. 4 Repair-Kits bereits. Wobei wir recht wenig Abnutzung haben auf dem Schraubenschlüssel. Der ist aber früher mal weitaus mehr. Elektrische Teile, auch einige. Ich bin zufrieden. In der nächsten Folge machen wir dann direkt die Quest, würde ich sagen. Stufe 3er-Quest, gucken wir mal, was wir rausbekommen. Auto sollte nachspawnen. Das können wir dann auf jeden Fall noch mit zerlegen. Und so weiter und so fort. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei 7 Days to Die. Ciao, ciao. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.